Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ja, das heutige Video, wie ihr vielleicht schon am Titel erkennen konntet, ist meine XXL Maskensammlung, weil ich habe so unglaublich viele Gesichtsmasken und teilweise auch andere Masken. Ich habe die hier alle gesammelt. Ich dachte mir, was soll's, ich zeige euch heute mal all diese Masken. Also, falls ihr wissen wollt, was sich in dieser Box befindet, dann bleibt gerne dran und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Ich werde jetzt auch gleich mal mit der ersten Maske anfangen, einfach um das Video so kurz wie möglich zu halten. Und zwar ist das hier von Balea, es sind die Soft and Clear Anti-Mitesser Face Strips. Also das sind so Streifen, die man sich über die Nase gibt, beziehungsweise auch auf die Stirn, falls man das benötigt. Also das sind die ganz klassischen Anti-Mitesser-Streifen und im besten Fall sollen die einfach die ganzen Mitesser und den Schmutz aus den Poren ziehen. Und ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene von diesen Streifen ich bis jetzt schon ausprobiert habe. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, diese hier von Balea, da gibt es auch noch, ich sehe gerade, die habe ich hier auch noch, andere. Aber das sind die einzigen, die wirklich funktionieren, wo wirklich Mitesser, Schmutz einfach rausgeht aus den Poren. Und man sieht dann einfach diese kleinen Erhebungen auf diesen Streifen. Und alle anderen haben bis jetzt für mich überhaupt nicht funktioniert. Das sind die einzigen, die werde ich mir aber auch auf jeden Fall wieder nachkaufen. Und weil ich schon davon gesprochen habe, habe ich auch noch hier diese dunklen Nose Strips mit Aktivkohle, ebenfalls von Balea. Die sehen auch vom Packaging, also das Packaging ist ziemlich gleich groß. Nur sind die eben mit Aktivkohle. Und ich glaube, ich habe das auch schon in dem Video mit den 10 besten Balea-Produkten erwähnt, dass diese Streifen überhaupt nicht funktionieren bei mir. Also die ziehen kaum Schmutz bzw. Mitesser raus. Also eigentlich überhaupt nicht. Also man hat dann maximal so 2 Erhebungen auf diesen relativ großen Streifen. Der ist dann voll damit. Also den einen werde ich jetzt noch aufbrauchen, aber danach werde ich mir diese Streifen auf keinen Fall wieder nachkaufen. Und als nächstes habe ich hier von Diadamine die Cooling the Morning After Mask. Sieht so aus. Und keine Ahnung, ob Gesichtsmasken ablaufen können. Also beziehungsweise ein Ablaufdatum haben. Also, da steht 12 Monate, nachdem man sie geöffnet hat. Ich glaube, ich habe die jetzt sicher schon 3 oder 4 Jahre. Ja, ich fand die eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich habe die mal gratis zu irgendeinem Einkauf dazu bekommen. Und die soll einfach sehr feuchtigkeitsspendend sein. Hat die vielleicht schon jemand von euch mal ausprobiert? Ich wäre eigentlich ganz neugierig. Wecken Sie Ihre Haut mit einem kühlenden Cocktail. Erfrischt und weckt müde Haut. Ja. Soll man davor noch in den Kühlschrank am besten legen und dann am Morgen auf die Haut bzw. ja, auf der Haut schmelzen lassen. Kein Abwaschen notwendig. Ja. Hört sich für mich eher an wie so eine Feuchtigkeitscreme. Aber gut. Mein Plan für den Rest von 2020 ist, all diese Masken so gut wie möglich aufzubrauchen. Vielleicht mache ich dazu dann auch noch ein separates Video, wo ich euch die aufgebrauchten Masken zeige und euch sage, ob ich die gut finde oder eher nicht so. Also falls ihr Interesse an so einem Video habt, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Okay, es sind jetzt verschiedene Masken, also eigentlich nicht nur Gesichtsmasken. Weil ich habe hier von Balea die Ponytail Haarmaske mit Kokosöl und Keratin. Das war, glaube ich, eine Limited Edition. Die habe ich mir im Sommer vom DM mitgenommen. Und ja, ich fand die eigentlich ganz interessant. Das ist so eine, so kenne ich eigentlich Haarmasken nicht. Das ist so ein, wie so eine Verpackung, die man sich dann über die Haare gibt, 20 Minuten einwirken lässt und dann einfach die Haare wäscht. Beziehungsweise da steht, man soll die Haare nur gründlich mit warmem Wasser ausspülen. Ich würde die aber in Kombination mit einem Haarshampoo verwenden. Mal schauen. Die soll auch perfekt geeignet sein für strapazierte und trockene Spitzen. Ich weiß leider nicht, ob es die noch gibt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Limited Edition war. Ich sehe da zwar keinen Hinweis drauf, aber die gab es in so einem Aufsteller und den gibt es leider nicht mehr. Ah. Wer schaut bzw. lesen kann, ist klar ein Vorteil. Hier steht es, es ist eine Limited Edition. Aber gut, ich bin schon sehr gespannt. Ich muss echt schauen, dass ich die mal verwende. Und als nächstes habe ich hier von Garnier die Vulcano Mask. Die soll
anscheinend gegen sichtbare Poren sein. Ja, Poren minimieren. Die habe ich jetzt auch schon sehr lange, also mindestens schon 2 Jahre. Und ich weiß nicht, ob das die Konsistenz von der Maske ist, dass die an manchen Stellen ein bisschen härter ist. Ich glaube nur leider, dass die schon anfängt auszutrocknen. Wäre eigentlich ganz interessant, die mal auszuprobieren, weil ja, ich habe riesige Poren hier im Nasenbereich und ja, wenn die helfen würde, wäre es natürlich nicht schlecht. Ich habe noch eine andere Maske von Garnier und die habe ich gleichzeitig mit dieser hier bekommen. Also es war, glaube ich, mal Teil eines Geschenks. Und zwar ist das die Aqua Mask. Die soll für trockene Haut sein und ja, einfach Feuchtigkeit spenden. Auch komisch, also die ist dann auch wieder so, dass man sie einwirken lässt und die Rückstände einmassiert. Also so eigentlich so ähnlich wie die hier. Aber ist auch eine sehr interessante Maske, weil ich habe nicht nur große Poren, sondern auch sehr trockene Haut. Überhaupt jetzt in den Wintermonaten wird meine Haut immer trockener und trockener. Deswegen wäre es vielleicht auch nicht schlecht, die mal auszuprobieren. Und danach habe ich hier noch, ich habe sehr viele Balea-Masken. Das liegt da erstens daran, dass sie sehr, sehr gut sind und zweitens, weil sie extrem günstig sind. Und so sind das zwei so ja, Teile von Masken, also das waren war so ein Zweierpack, konnte man dann einfach in der Mitte abtrennen. Das finde ich eigentlich nicht so blöd, weil dadurch muss man nicht das gesamte Päckchen aufreißen, wie zum Beispiel hier, sondern hat einfach ja, für zweimal genug. Und die eine hier ist, ja, da weiß ich leider nicht, wie die heißt, also die hat so ein Sandbild und ich glaube, das soll ein Meer darstellen oder Wasser. Und die soll auch porenverfeinernd sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, dass die auch so kleine Peelingkörner enthält. Ja, es steht eh auch wieder hier, die soll abgestorbene Hautschüppchen entfernen und mattieren. Also es wird schon diese Maske sein. Die fand ich früher sehr, sehr gut. Nur kaufe ich jedes Mal, wenn ich bei DM bin, zumindest eine Gesichtsmaske ein. Und ja, verwende dann nur so alle 2 bis 3 Wochen mal eine Gesichtsmaske. Also dementsprechend häufen sich die auch. Und dann habe ich hier noch, das ist leider auch wieder kein Name oben, aber die soll auch wieder Feuchtigkeit spenden. Ich glaube, die habe ich gleichzeitig mit dieser Maske gekauft. Das ist auch schon wieder sehr, sehr lange her. Aber da ich mich nicht wirklich an die erinnern kann, glaube ich auch nicht, dass die wirklich extrem gut war. Aber ich werde die natürlich auch aufbrauchen und ja, vielleicht liege ich auch falsch. Und dann habe ich hier noch eine totes Meersalzmaske für unreine und Mischhaut. Also ja, kompletter Fehlgriff, weil meine Haut ist weder unrein noch habe ich Mischhaut, meiner Meinung nach. Ja, ich werde sie aber dennoch ausprobieren. Die ist von Today. Ich weiß gar nicht, ist das eine Eigenmarke von Bieber? Also ich, da seht ihr wieder, ich habe die vor elends langen Zeiten gekauft. Ich weiß schon gar nicht mehr, woher ich die habe. Also die ist sicher schon 5-6 Jahre alt. Das soll, glaube ich, auch wieder so eine Peeling-Maske sein eigentlich. Die soll abgestorbene Hautschuppen entfernen. Ich glaube, die könnte so ähnlich sein wie diese Maske hier. Als nächstes habe ich hier von It's Skin die Pomegranate-Maske. Also es ist so eine Tuchmaske. Ich hoffe, ihr könnt sie gut sehen. Die habe ich mir gleich letztes Jahr im Mai gekauft. Aber ich muss dazu sagen, nicht nur die, sondern die gleiche nochmal und dann noch 2 in der Richtung Avocado. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die Maske hat mich wirklich überzeugt. Erstens mal ist diese Maske an sich, also dieses Tuch, viel feuchter und mehr mit dieser Flüssigkeit getränkt als alle anderen Gesichtsmasken, oder diese Tuchmasken, die ich bis jetzt verwendet habe. Ich hatte dann so einen schönen Glow im Gesicht. Und die Haut hat sich gut angefühlt und mir ist auch sehr positiv aufgefallen, dass diese Maske sehr schnell in mein Gesicht eingezogen ist. Also die Haut hat die wirklich schön aufgenommen, man hatte dann keine fettige Haut oder nicht einfach nur das Gefühl, dass die Maske oben drauf liegt. Und das Gefühl habe ich leider bei sehr vielen Tuchmasken aus der Drogerie. Aber die hat mich dann wirklich überzeugt. Und dann habe ich hier noch andere Masken. Die sollen auch so Korean Beauty-like sein. Und zwar sind das 2 Lippenmasken von Starskin. Das sind wirklich nur
zwei Masken für die Lippen drinnen und ich glaube, die haben so, naja, ich würde schon mal sagen 10 Euro, wenn nicht mehr, gekostet. Also relativ viel, wirklich viel. Die waren auch, glaube ich, relativ gut bewertet oder gar nicht bewertet, eins von beiden. Und das Problem ist, ich habe einfach super trockene Lippen. Ich dachte mir so, okay, wenn die mehr kosten, werden die auch ihr Geld wert sein. Ja, fail. Nämlich überhaupt nicht. Also diese Maske ist schon super unangenehm, wenn man sie nur auf den Lippen hat. Das heißt, ich hatte schon mal das Problem, dass diese Maske auf meinen Lippen bleibt. Diese, ich glaube, 15 oder 20, ja, 15 bis 20 Minuten. Weil der Stoff ist nicht so wie bei diesen klassischen Tuchmasken, die man sich einfach aufs Gesicht gibt, dann glatt streicht. Sondern es ist wirklich so, als würde man sich ein Blatt Papier auf die Lippen legen und die hat dann wirklich nur so in der Mitte meiner Lippen gehalten. Ich habe dann halt versucht, immer so ein bisschen dagegen zu drücken, damit auch der Rest meiner Lippen ein bisschen gepflegt wird. Die Maske an sich ist sehr, sehr schnell eingezogen, also innerhalb von 30 Sekunden war die weg. Dann haben sich meine Lippen für ungefähr 10 Minuten gut mit Feuchtigkeit versorgt angefühlt. Beziehungsweise ja, es war okay, also nicht so trocken wie zuvor. Also sie waren nicht so trocken wie zuvor, aber danach waren die einfach noch viel, viel trockener. Also ich glaube nicht, dass das der Sinn von so Lippenmasken sein soll. Und deswegen, ich fand die super schlecht. Meine Lippen haben danach nicht gepflegt ausgesehen, waren trocken. Und das für 10 Euro, glaube ich, oder mehr. Also kann ich auf keinen Fall empfehlen. Ich werde natürlich nicht mehr nachkaufen. Aber gut, genug von Lippenmasken. Ich habe hier noch zwei Masken von Balea. Und zwar habe ich hier einerseits die Milch- und Honigmaske. Die soll die Haut pflegen und regenerieren und auch Feuchtigkeit spenden. Also es ist wieder so eine klassische Balea-Maske. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele davon. Ich kenne die noch nicht, ich habe die noch nie ausprobiert, aber hoffentlich bald. Ja, so viel dazu. Und die nächste Maske ist ebenfalls von Balea und zwar ist das die Soft and Clear Anti-Pickle Peel-Off-Maske. Also das ist auch wieder so eine, ja, Aktivkohlemaske, so wie diese hier. Nur im Unterschied zu diesen Streifen ist das wirklich eine komplette Gesichtsmaske, die man einfach aufträgt und dann abzieht. Solche Masken habe ich noch nie verwendet, also so Peel-Off-Masken. Ich glaube ja, dass die wahnsinnig wehtun. Ich habe die mindestens schon 4 oder 5 Jahre. Aber ich habe so das Gefühl, die Maske werde ich nicht so bald mal verwenden. Mal schauen, vielleicht schenke ich auch einige Masken her, die ich nicht mehr brauche. Weil das sind einfach viel zu viele und es gibt immer viel zu viele neue Masken, die einfach interessant sind. Aber gut, als nächstes habe ich hier noch eine Lippenmaske. Und zwar ist die von CocoStar. Aber da ist nur eine Maske drinnen. Und soweit ich erkennen kann, ist das auch wieder ein koreanisches Gesichtspflegeprodukt. Also ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, die ist wirklich besser als die andere Maske. Wie könnte es anders sein? Hier noch eine Maske von Balea. Es ist auch wieder nur die Hälfte davon. Und zwar soll das eine Anti-Pickel-Maske sein. Möglich, dass ich die auch gut fand. Irgendwie kommt mir die sehr bekannt vor. Ich glaube, ich habe die auch ein paar Mal nachgekauft. Das ist jetzt auch schon wieder länger her. Die werde ich auch auf jeden Fall in den nächsten Wochen hoffentlich mal ausprobieren bzw. wieder mal aufbrauchen. Und als nächstes habe ich hier wieder so einen Anti-Mitesser-Streifen von der Marke Pilaten. Keine Ahnung. Ich glaube bzw. ich denke, dass ich mir die vor einigen Jahren in Tschechien gekauft habe. Also ich bin schon sehr gespannt auf die und den chinesischen oder koreanischen Zeichen hier hinten zufolge wird das auch wieder so ein koreanisches Wunderprodukt sein. Ja, soviel zum Thema meine Maskensammlung. Also ich habe hier noch zwei andere Produkte, das sind jetzt zwar keine Masken, aber ich zeige sie euch trotzdem. Und so sind das so Probegrößen. Das eine ist von Neutrogena, die Hydro Boost Gesichtscreme. Ich habe die, glaube ich, mal... Habe ich die schon mal ausgetestet? Ich glaube, auch, das war auch mal so ein Probepack. Die fand ich eigentlich, glaube ich, ganz gut. Also, ja, so viel zu dem Thema.
soll Feuchtigkeit verspenden, soll Feuchtigkeit binden. Und dann habe ich hier noch ein Haarshampoo. Passt hier überhaupt nicht dazu, aber egal. Und zwar ist das ein Haarshampoo von Paul Mitchell. Das nennt sich Marula Oil, Rare Oil Replenishing Shampoo. Und das habe ich als Probegröße bekommen, als ich das letzte Mal beim Friseur war. Die Stylistin, die meine Haare gemacht hat, hat meine Haare mit diesem Shampoo gewaschen. Und ich sage euch Leute, der Geruch war einfach unglaublich gut. Also es war das bestriechendste Haarshampoo, das jemals in meinem Leben meinen Kopf berührt hat. Also der Geruch, ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, aber er war einfach super. Also nicht zu aufdringlich, aber extrem gut. Und dann war sie so nett und hat mir das mitgegeben. Ich glaube sogar, dass ich zwei Packungen davon hatte. Ja, typisch. Eine davon ist irgendwo in den Tiefen meines Badezimmer-Bermuda-Dreiecks verschwunden. Aber gut, ich habe zumindest eines noch. Und danach habe ich, glaube ich, die älteste Gesichtsmaske von dieser ganzen Sammlung hier. Und zwar ist es die Tutanchamun-Maske von, keine Ahnung, wie man das ausspricht, Shebens. Keine Ahnung. Also diese Maske soll gegen Falten wirken, Straffung verspricht sie und Feuchtigkeit soll sie spenden. Also ich glaube nicht, dass es diese Maske noch gibt. A, sagt mir diese Marke überhaupt nichts, also keine Ahnung, ob es die überhaupt noch gibt. B, war das eine Limited Edition. Ich weiß auch ganz genau, warum ich mir diese Maske gekauft habe. Weil ich bin ein riesen Fan von diesen ganzen alten ägyptischen Zeugs, also Pharaonen, Pyramiden. Und ich glaube, ich habe auch sicher 2, 3, 4 Bücher daheim und jede Dokumentation über das alte Ägypten und Pharaonen gesehen, die es so gibt. Und das gleich 2, 3 Mal. Ich muss die echt mal ausprobieren. Also da steht auch kein Ablaufdatum oben. Also ich glaube, die Chancen stehen ganz gut, dass man die noch verwenden kann, ohne sein Gesicht komplett zu schrotten. Und falls es einige von euch noch nicht wissen, ich stehe einfach auf diese Anti-Mitesser-Streifen. Deswegen habe ich hier auch noch von Beeper die Clear Solution Anti-Mitesser Nose Strips für unreine Haut. Auch wieder mit Aktivkohle. Also 30 drinnen. Ich habe bis jetzt erst einen Streifen verwendet. Und ich weiß auch genau warum. Das ist zwar auch schon länger her, aber die haben leider auch überhaupt nicht funktioniert. Also ein bisschen was war erkennbar auf diesem Streifen, aber jetzt nicht sonderlich viel. Also, wie gesagt, die funktioniert dafür auch immer am besten. Ja. Also manchmal frage ich mich schon, warum ich gewisse Sachen einkaufe, beziehungsweise manche Sachen so mache, wie ich sie mache, weil ich habe hier nochmal Clear-Up Strips, auch wieder von Be Care. Das sind im Endeffekt genau die gleichen. Da sind 6 Stück enthalten. Die habe ich mir sicher gleichzeitig gekauft. Aus welchen Gründen auch immer. Ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, also weder im positiven noch im negativen Sinne. Deswegen denke ich auch, dass die nicht großartig besser waren als diese Streifen hier. Wozu ich so viele Streifen habe, die ich dann nicht verwende, keine Ahnung. Und dann habe ich natürlich noch Tuchmasken, also die sind ganz unten, weil sie einfach zu groß sind. Und zwar habe ich hier die Hydra Bomb Tuchmaske, intensiv Feuchtigkeit spenden und ausgleichende Maske. Also da gibt es ja verschiedene von Garnier. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von diesen Tuchmasken von Garnier. Einfach, weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich die wegnehme, dass das Produkt nicht wirklich schön in die Haut einsinkt, sondern nur so oben liegt und ja, es trocknet zwar und das war's dann. Also es zieht nicht ein, sondern es ist so ein trockener Film drüber. Das fühlt sich dann auch eigentlich gar nicht so gut an, sondern ein bisschen, ja, es spannt dann manchmal ein bisschen. Also nicht das Gesicht, sondern einfach das Produkt, das getrocknet ist. Jetzt habe ich euch vorenthalten, wofür die jetzt eigentlich sein soll. Und zwar soll die Haut mattieren, die Poren verfeinern, machen wir nicht schlecht. Und ist einfach anzuwenden, nur mal schauen. Für normale und Mischhaut. Ja.
mal schauen. Vielleicht ist die besser als die anderen, aber ich bin da ein bisschen skeptisch. Und dann habe ich hier noch eine Tuchmaske. Also die schaut vom Packaging hier ja, ziemlich ähnlich aus. Und wie könnte es anders sein? Die ist von Balea. Das ist die Vitamin C 2-Phasen-Tuchmaske. Und bei der fand ich einfach so cool, dass das ja, ganz normal die Maske enthält und dann hier oben einfach das Serum. Das heißt, man mischt dann erst das Serum zur Tuchmaske, wenn man sie verwenden möchte. Die war definitiv deutlich günstiger als diese hier. Und danach habe ich hier noch eine wirklich, wirklich undefinierbare Maske. Die sieht so aus, also Maske, es ist eigentlich auch wieder so ein 3-Phasen-Programm. Und zwar soll das, ich kann jetzt nur die Bilder erkennen, weil es ist auch alles auf Chinesisch, Japanisch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall soll das eine, glaube ich, so ein Reinigungsschaum sein, dann auch wieder so ein Nasenstreifen und ein Fingerpad, wofür auch immer, ich habe keine Ahnung. Soll das ein Peeling sein? Keine Ahnung, also ich kann das nur diesen Max halt erkennen, dass sich dieses Fingerpad im Gesicht reibt, ganz offensichtlich. Also eigentlich gehört er das meiner Schwester und wenn sie dieses Video jetzt sieht, hallo Nicole, ja, du bekommst das wieder. Ich wäre eigentlich sehr gespannt, was dieser dritte Schritt hier sein soll. Also wäre ich schon sehr gespannt, also falls du das da verwendest, gib bitte Bescheid, was das sein soll. Und als nächstes habe ich hier eine Fußmaske, zwar auch wieder von Balea und zwar sollen das so Socken sein, die sollen einfach die Hornhaut entfernen. Die Hornhaut entfernen. Gott sei Dank haben die nicht mehr viele Masken. Also ich habe jetzt nicht sonderlich viel Hornhaut auf meinen Füßen, aber ich dachte mir so, ja überhaupt für den Sommer wäre das nicht schlecht, wenn die Füße noch eine Spur gepflegter aussehen. Ja, so viel dazu. Im September sind sie noch immer da. Also ja, ich werde die irgendwann mal verwenden. Vielleicht schaffen es die auch noch bis zum nächsten Sommer. So Leute, jetzt habt ihr alle meine Gesichts-, Haar-, Fußmasken inklusive Nasenstreifen gesehen. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr es ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Das ist natürlich kostenlos. Und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!